Achtzehntes Türchen. Victor und Hermine. Diesen Urlaub hatte Hermine definitiv nötig. Nach dem anstrengenden vierten und dem bevorstehenden fünften Schuljahr war es eine gute Gelegenheit zum Entspannen. Im vergangenen Jahr hatte das Trimagische Turnier stattgefunden. Überall im Schloss hatte Aufregung geherrscht. Die ruhigen Minuten konnte man an zwei Händen abzählen. Aber trotzdem hatte es Spaß gemacht, vor allem die anderen Schüler kennenzulernen. Hermine hatte die Bekanntschaft mit Viktor Krum gemacht, dem bekannten bulgarischen Quidditch-Spieler. Niemand war auch nur auf die Idee gekommen, er könnte noch zur Schule gehen, aber genauso war es. Er hatte sie dann im Winter zum Weihnachtsball eingeladen. Wie aufgeregt sie gewesen war, immerhin durfte sie mit einem Champion und gleichzeitig bekannten Quidditch-Spieler tanzen. So viele Mädchen waren hinter ihm hergerannt, hatten versucht, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Doch letzten Endes war es der gelungen, die es gar nicht darauf angelegt hatte. Wie das Leben manchmal so spielte. Der Abend war wirklich schön gewesen und im Laufe dessen hatten die beiden einen Spaziergang gemacht. In einer ruhigen Minute war es dann auch tatsächlich zum Kuss gekommen. Ihr erster Kuss. Es war ein schönes Gefühl gewesen, seine Lippen auf ihren zu spüren. Vom Äußeren her konnte man gar nicht glauben, wie vorsichtig und gleichzeitig sanft er mit ihr umging. Wie schützend seine Hände ihr Gesicht gehalten hatten, als wäre sie aus Porzellan. Als er sie dann in seinen Armen zog, war Hermine schlichtweg das Gefühl aufgekommen, nichts auf der Welt könnte ihr das Böseste antun. Er gab ihr so ein sicheres, gutes Gefühl. Hermine, mein Liebling, wieso lächelst du so geistesabwesend? Riss ihre Mutter sie aus Gedanken. Ach, nichts, erwiderte sie ertappt, grinste jedoch unbeirrt weiter. Sie saßen gerade in einem Shuttlebus, der sie vom Flughafen zum Hotel brachte. 2 Wochen in Caerns mit wunderbarem Wetter. Dort konnte Hermine die dunklen Tage hinter sich lassen, die Cedrics Tod über die letzten Tage gebracht hatte. Aber daran wollte die junge Hexe im Moment nicht denken, sondern einfach nur für die nächste Zeit abschalten. Trotzdem war es ihre erste Aufgabe im Hotel, Briefe zu schreiben. Laut Professor McGonagall gab es in ziemlich jeder großen Stadt eine Eulerei. Und die in Caerns befand sich gerade nicht weit entfernt von ihr, in einem verlassenen Gebäude mit einem Betreten verboten Schild. Es war mit einem ähnlichen Zauber belegt wie die Gelände zur Weltmeisterschaft. Muggel konnten sich nicht mehr erinnern, was sie dort wollten, und machten kehrt. Schnell war eine Eule gefunden, an denen sie ihren Brief band, und sofort machte sie sich auf den Weg zum Viktor. Die Zeit im Urlaub schien zu fliegen, so wie immer, wenn etwas schön war. Schnell waren die ersten 5 Tage von Familie Granger in Caerns schon vorbei. Da beide Elternteile ausreichend verdienten, konnten sie jeden Abend mit ihrer Tochter essen gehen und auch den einen oder anderen Ausflug planen. Bereits am 5. Tag kam eine Antwort von Viktor. Liebe Hermine, es ist schon viel Zeit vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Es freut mich sehr, dass du Urlaub machen kannst. Ich habe inzwischen meinen Schulabschluss und kann mich komplett auf Quidditch konzentrieren. Mit meiner Mannschaft trainiere ich sehr oft, bald auch wieder mit dem Nationalteam. Immerhin sollten wir gut vorbereitet sein. Auf jeden Fall musst du mir noch mehr über Muggelgeräte erzählen. In deinem Brief sagtest du, ihr, die mit einem Flugzeug geflogen seid. Wie funktioniert dieses Ding denn? Und wie sieht es aus? So ähnlich wie eine Besen. Und wie schnell liest man damit? Das musst du mir auf jeden Fall klären. Ich möchte unbedingt wissen. Nun bist du in Frankreich. Wie ist es dort? Habt ihr gutes Wetter und wo wohnst du für diese Zeit? Mal sehen, wann ich wieder Urlaub machen kann. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin freue ich mich über jeden Brief von dir, Viktor. Die Zahlen von dem jungen Mann ließen sie lächeln. An diesem Tag wollte die Familie in der Innenstadt von Caerns einkaufen gehen. Die beiden Frauen fühlten sich in den Bekleidungs- und Schuhläden sehr wohl und verbrachten viel Zeit darin. Die Tochter fand einen sehr schönen Bikini, der in unwerfend royalen Blau erstrahlte. Natürlich konnte der Vater ja diesen nicht ausschlagen, immerhin wollte sie sonst kaum etwas kaufen. Nur noch ein sehr schönes Kleid fand den Weg in ihren Besitz. Nach dem Einkaufstrip ließen sie sich in einem Café nieder. Hermine bestellte einen riesigen Erdbeerbecher, in dem sie jeden Löffel auf der Zunge zergehen ließ. Sonst war der Tag nicht verplant, also liefen sie noch ein wenig durch die Gegend, bis der Weg zurück zum Hotel führte. Nach dem Abendessen duschte Hermine ausgiebig, bevor sie sich ins Bett legte und ein wenig in einem Schulbuch las. Immerhin standen im kommenden Jahr die Zacks an und die vorläufige Auswahl eines Berufes. Da sollte man schon gut vorbereitet sein. Der nächste Tag war für die Entspannung gedacht. Das Frühstück war hervorragend gewesen und nun stand Strand auf dem Plan.
Also schlüpfte die junge Frau in ihren neuen Bikini und ging mit den Eltern zum Meer. Dort suchten sich die drei Liegen. Während die beiden Erwachsenen erst einmal ins Wasser gingen, machte die Tochter es sich bequem. »Darf ich Ihnen etwas zum Trinken bringen?« fragte eine recht vertraute Stimme. Hermine sah nach links und da stand tatsächlich Viktor und lächelte sie an. Im ersten Moment war die Hexe völlig überrascht und perplex, aber im nächsten fiel sie dem Jungen um den Hals. Er umfasste ihre Taille und drückte sie kurz an sich. »Wie kommst du denn hierher?« fragte die Gryffindor-Schülerin verwundert. »Ich wollte dich sehen und habe frei bekommen«, erklärte er, als wäre es das Selbstverständlichste überhaupt. »Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.« »Freust du dich?« »Aber natürlich, du bist wegen mir nach Frankreich gekommen.« »Hermine, wer ist denn der gut aussehende junge Mann?« fragte ihre Mutter, die gemeinsam mit ihrem Ehemann zu den Liegen zurückgekehrt war. »Mom, Dad, das ist Viktor Krumm. Ich habe euch davon ihm erzählt.« »Oh ja, natürlich. Freut uns, dich kennenzulernen«, erwiderte Mr. Granger und reichte dem Bulgaren die Hand. »Es freut mich auch sehr, Sie beide kennenlernen zu dürfen. Dürfte ich Sie bitten, Hermine heute Abend einzuladen?« fragte er höflich. »Natürlich, macht euch einen schönen Abend«, stimmte Mrs. Granger zu. Hermine war erneut überrascht, da er sie vorher nicht selbst gefragt hatte, aber trotzdem freute sie sich sehr. Viktor verbrachte den Tag gemeinsam mit der Familie Granger, bevor er sich am Abend für seine Verabredung fertig machen würde. Hermine ging im Hotel duschen und bereitete sich vor. An diesem Abend entschied sie sich, ein neues Kleid zu tragen. Gegen 7 holte Viktor sie ab und war sichtlich begeistert. Sie sah wunderschön aus. Der Quidditch-Spieler hatte einen Tisch reserviert, an dem die beiden gemeinsam aßen und sich unterhielten. Es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Nachdem er gezahlt hatte, spazierten die beiden noch durch die Straßen. In einer dunklen Gasse hielt er sie auf. »Ich habe eine Überraschung für dich. Vertraust du mir?« fragte er, was Hermine erstmal verwirrte. Doch dann nickte sie. »Schließ die Augen und öffne sie erst, wenn ich dir sage.« Sie schloss die Augen. Im nächsten Moment fühlte es sich an, als würde sie durch einen Schlauch gezogen würden. Es war ein extrem unangenehmes Gefühl und zum Glück war es schnell wieder vorbei. Plötzlich war es windig und etwas kühler. »Was ist gerade passiert?« fragte sie etwas panisch. »Wir sind appariert. Keine Sorge, es ist alles gut gegangen. Du darfst jetzt die Augen öffnen.« Hermine blickte auf eine beleuchtete Stadt hinab und war überwältigt von diesem Bild. Sofort wusste sie, wohin Viktor sie gebracht hatte. »Wir sind in Paris auf dem Eiffelturm«, rief die junge Frau überrascht aus. »Ganz genau. Ich habe mir sagen lassen, dass Muggel diesen Ort sehr romantisch finde«, erklärte er und zog sie zeitgleich in seine Arme. »Hier ist es wirklich unglaublich.« Die beiden sahen sich tief in die Augen und lächelten. Unter dem sternenklaren Himmel küsste Viktor Hermine.